Hallo ihr Lieben, diese edle Tischdeko, dieses Blumengebinde mit dem Kranz würde ich ganz gern mit euch nacharbeiten, euch zeigen, wie einfach man das selber machen kann, ohne viel Aufwand. Das Deko-Element mit dem Vögelchen und Heißkleber hatten wir ja schon zusammengearbeitet. Und dann würde ich euch zeigen, wie einfach man diesen Blumenstrauß binden kann. Nicht nur mit Rosen, sondern auch fürs ganze Jahr. Diesmal Tulpen, sondern auch mit Rosen fürs ganze Jahr. Das ist auch eine tolle Idee. Und hier sind es weiße Tulpen. Und auch dieses Gefäß mit der Dekoration und Schwimmkerzen möchte ich euch dann noch in einem weiteren Video vorstellen. Und dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß dran und wir machen das jetzt zusammen. Für unsere Frühlingsdeko brauchen wir gar nicht so viel. Wir brauchen unsere Tulpen. Dann brauchen wir ein paar Äste von draußen. Je dünner, desto besser. Eine Vase, Draht und vielleicht noch ein bisschen grüner Bast. Und dann schneiden wir uns erstmal verschiedene Stücke Draht. Etwa so 15 bis 20 cm lang. Am besten passend zu den Ästen in Dunkel. Und dann formen wir aus den Ästen ganz einfach einen Kranz. Wir nehmen uns die Äste zusammen. Dazu brauchen wir auch noch unsere Vase, weil das oben aufliegen soll. Dann müssen wir messen, wie weit. Und dann drehen wir uns unseren Kranz so, wie wir ihn brauchen. Ein bisschen enger noch. Und dann nehmen wir unsere Äste und wickeln sie in sich zusammen. So, wo sie treffen, erstmal mit dem Draht zusammengewickelt. So zwei, dreimal rum und die Enden dann miteinander feste verdreht. So. Die schlingen wir auch nochmal um darum. Und dann gucken wir unseren Kranz an. Wir können noch ein paar Äste dazu nehmen. Die flechten wir einfach rein. Das kann ruhig brechen, das macht gar nichts. Und dann nehmen wir unseren Draht und wickeln den wieder um unser geflochtenes, verschlungenes. So. Hier nochmal. Das würde ich so an 3 bis 4 Stellen machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch komplett umwickeln. Ich finde es nur auch ganz schön, wenn es ein bisschen wild ist. So. Dann nehmen wir unser Bast. Ich habe hier einen grünen genommen, weil das so schön zu den Tulpen passt. Verknote den einmal. Und dann nehme ich die Enden und wickel den um unseren Kranz herum. So. Das muss gar nicht so richtig gleichmäßig sein. Einfach mal gewickelt. Dann das andere Ende auch, dass sie sich dann treffen. Dann können wir es wieder verknoten. Dann verknoten wir es miteinander und können es dann auf unsere Vase legen. Jetzt fertig ist. Wenn euch so ein Ast stört, einfach abgeschnitten. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und dann legen wir uns den Kranz auf unsere Vase und stecken die Tulpen ein.
damit. Und dann können wir noch mal einen Ast mitten hineinstecken. Und wenn uns die Tulpen, weil die Vase hier ein bisschen weit auseinander ist, auseinanderfällt, dann nehmen wir einfach noch mal einen Bast und umwickeln ganz locker unsere Tulpen. Dass wir sie ein bisschen in Form ziehen, dann können wir sie ein bisschen am Ast festbinden und ausrichten. Und schon haben wir dann unsere Frühlingsdeko mit den Tulpen fertig. Und ihr seht, wie einfach und schnell das ging und wie schnell man so einen Kranz flechten kann, verschlingen kann und verknoten kann, dass man den dann auflegt. Was dann auch noch Schönes zum Einbringen sind jetzt die Magnolienäste. Weil sie schlagen jetzt so langsam aus. Und wenn man die dann noch einbringt, die treiben ganz, ganz schnell Blüten aus. Und das peppt so ein Frühlingsstrauß ungemein.